Die Bauwirtschaft beklagt ja seit Jahren, dass es um den Brücken sehr schlecht bestellt ist in Baden-Württemberg. Wie sieht es denn tatsächlich aus? Ja, wir haben vor rund 3 Jahren schon ein Sonderprogramm gefordert, das damals schon mit 60 Millionen Euro beziffert wurde. Heute sprechen wir nur noch von rund 30 Millionen Euro, was definitiv zu wenig ist. Die Landesbrücken sind rund about 3.160 Brücken, die es insgesamt gibt, davon rund 40% sanierungs- und ertüchtigungsmäßig dringend etwas gemacht werden muss. Jetzt liegt das Geld ja nicht unbedingt auf der Straße. Woher soll denn das Geld kommen? Wenn wir von Steuergeschenken bundesweit schon hören, dann frage ich mich natürlich, dann müssen wir erst einmal unsere Hausaufgaben im Land selber machen. Und definitiv brauchen wir für eine funktionierende Wirtschaft, für funktionierende Verkehrswege, funktionierende Brücken. Es ist die Achillessehne jedes Verkehrsweges. Und wenn wir hier nichts tun, schlittern wir auf eine Katastrophe zu. Wie könnte diese Katastrophe aussehen? Indem vordergründig erst einmal Brücken beschränkt werden. Das heißt, Schwerlastverkehr wird abgenommen. Er muss weitere Wege gehen, er muss Umwege gehen bis zu Sperrungen von Verkehrswegen. Und jeder erlebt jeden Tag, wie das Auswüchse auf unsere Industrie, auf unsere Wirtschaft insgesamt haben. Wir werden mehr Staus bekommen, wie wir heute ja schon haben. Das wäre natürlich auch ein Riesenkonjunkturprogramm für die Bauwirtschaft. Richtig. Die Brückensanierungen ist natürlich nicht nur das einzige Thema, auch die Erhalt der sonstigen Verkehrswege ist dringend notwendig. Wir haben in den letzten Jahren schon etwas getan, aber über Jahrzehnte haben Landesregierungen nichts getan oder zu wenig getan, sodass wir einen immensen Aufholbedarf noch haben und den gilt es jetzt anzugreifen. Wir brauchen dringend unsere Verkehrswege, um eine funktionierende Wirtschaft weiterhin aufrechtzuerhalten. Jetzt haben Sie ja gesagt, dass Sie teilweise bezweifeln, ob auch alle Brücken noch sicher sind. Wie sieht das denn damit aus? Die Untersuchungen sind natürlich gemacht und es ist selbstverständlich soweit noch gewährleistet, die Verkehrssicherheit gewährleistet. Wenn die nicht mehr gewährleistet ist, dann kommen Beschränkungen oder gar Sperrungen. Also da braucht sich keiner Sorgen machen.